Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir haben Anfang März Zeit oder längst überfällig, hier mal die diesjährigen Drachen von Schleich zu reviewen, anzugucken, vorzustellen, und das machen wir jetzt in den kommenden Videos. Unter anderem natürlich, ich habe die Drachen ja schon mal ganz kurz in einzelnen Vorschauvideos gezeigt, aber jetzt möchte ich mir die ganze Geschichte mal von nahem anschauen. Und ich sage hierzu mal wieder ganz offen meine Meinung. Und ihr wisst ja, ich habe sehr, sehr viel mit Drachen zu tun. Ja, also ich sammle nicht nur hier Drachen von den ganzen Kunststoffherstellern und Drachenzähmen leicht gemacht. Nein, ich spreche hier von sowas. Ja, ein Bild, was ich immer gerne hier einblende. Das ist nur einer von 7 Räumen, die bei mir hier vollstehen mit Drachen. Von den unterschiedlichsten Herstellern. Die unterschiedlichsten Serien und vor allem auch die unterschiedlichsten Stilrichtungen. Ich versuche natürlich nie zu vergleichen, darf ich gar nicht, denn man kann immer noch Kunststofffiguren nicht mit Resinfiguren vergleichen. Das geht einfach nicht, denn man hat im Kunststoffbereich ganz andere Möglichkeiten als wie im Resinbereich. Die Verarbeitung ist grundsätzlich komplett unterschiedlich, das Material und so weiter etc. Es ist schon interessant, dass eigentlich alles, was man auf dem Resinbereich kennt, was vor ein paar Jahren schon mal da war, irgendwann später hier im Kunststoffsektor erscheint. Und so erlebe ich natürlich auch öfters mal ein Déjà-vu, wo ich mir denke, den hast du schon mal gesehen. Und zack, habe ich tatsächlich. Aber ich kann hier schon mal sagen, dass auch auf jeden Fall Schleich zu den Herstellern gehört, die auf jeden Fall sehr kreativ sind und sich auch immer wieder neue Dinge überlegen. Manches besser, manches schlechter, was natürlich immer nur einer jeweiligen Meinung entspricht. So wie alles, was ich immer wieder hier in diesem Video erzähle, komplett meine eigene Meinung widerspiegelt und sich jeder, bitteschön, der sich mit diesen Figuren auseinandersetzt, seine eigene Meinung machen sollte. Gut, dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem Drachen hier an. Und das ist hier und heute der Drache ganz rechts mit dem Namen Eisstürmer. Den schauen wir uns heute an und ich bin schon sehr gespannt, was sich mir hier bei näherer Betrachtung alles offenbaren wird. Ja, offenbaren. Ich glaube, so lässt sich das am besten umschreiben. Okay, wie gewohnt haben wir hier sehr viele, ja, Zettelchen, Etiketten dran und so weiter und so fort. Das werde ich jetzt als erstes mal komplett hier entfernen. Dann lasse ich das Ding hier mal in 360 Grad hier laufen und anschließend gehe ich hier auf die Details ein. So. Kriege ich das weg ohne Messer? Jawohl, kriege ich weg. Das hier, das Fähnchen, jawohl, geht auch. Alles klar, so, unser Drache hier ist befreit und den schauen wir uns jetzt mal in 360 Grad an. Also, bis gleich, jetzt erstmal die Fakten. Der Drache Eisstürmer hat die Artikelnummer 70541. Nach Angaben von Schleich haben wir hier eine Breite von 36 x 17 x 11,5 cm. Dieser Drache hat bewegliche Flügel und wird mit einem Booklet ausgeliefert. Weiter schreibt Schleich dazu: Pass gut auf, wenn dich dein Weg durch die Eiswüste führt, denn dort lauert ein furchtbarer Drache, der Eisstürmer genannt wird. Er schleicht sich unsichtbar und lautlos an und dann schlägt er zu. In der blendend weißen Eiswüste bricht unvermittelt das gefährlichste Wesen dieser Welt durch das Eis. Ein blauer Drache, schnell wie ein Blizzard, aber viel gefährlicher. Er schleicht sich beinahe lautlos an, ehe er seine Opfer mit einem markerschütterten Schrei erstarren lässt. Sein tödlicher Atem lässt es zu Eis gefrieren und seine schrecklichen Klauen und Zähne zermalmen alles, was sich ihm in den Weg stellt. Pass besser auf, wenn du deinen Weg durch die Eiswüste nimmst, denn dort lauert der furchtbare Eisstürmer. Die Flügel bzw. die Flügelarme dieses Eisstürmers lassen sich bis zu einem gewissen Grad drehen, nach oben, nach unten bewegen, nach vorne, nach hinten. Einige Möglichkeiten zeige ich hier in den 360 Grad Videos. So, und jetzt schauen wir uns das Teil hier mal aus der Nähe an.
So, an dem Drachen selbst finden wir hier drei Anhängsel. Einmal natürlich das weltberühmte Schleichfähnchen, ganz klar, mit der Empfehlung ab 3 Jahren. Dann finden wir hier noch ein Schildchen mit Sicherheits- oder Warnhinweisen und dann dieses Teil hier, welches Schleich als Booklet bezeichnet. Ganz kleine Anhänger an einem Gummiband und hier sehen wir schon Dragons Ice Hunter. Und wenn wir das hier auffalzen, sehen wir die ganze Drachenreihe, die es derzeit aktuell bei Schleich gibt, zumindest in der Serie Eldrator. Also hier nochmal unser Eisstürmer mit ausgebreiteten Flügeln. Dann haben wir hier auch noch eine kleine Beschreibung dazu auf Englisch und natürlich auch auf Deutsch und diversen anderen Sprachen. Moment, kann ich hier sogar noch umklappen. Alles klar. So, auf der Rückseite finden wir hier noch weitere Drachen aus der Serie. Hier Fighter, Flyer, Diver, Warrior und den Battering Ram. Die anderen beiden neuen sind hier nicht mit drauf. Okay, also das dazu. Dann sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass alle diese drei Drachen unter der Serie Eldrador erschienen. Eldrador ist diese, ja, Fantasy-Drachen-Greifenritter-Serie, eben halt auch mit diesen neuen Fantasy-Drachen. Okay, was die Größe anbetrifft, messe ich mal nicht nach, da ist Schleich eigentlich immer sehr korrekt. Das hier sind die beweglichen Flügel, man kann sehen, man kann sie 360 Grad drehen, nach oben stellen, seitlich stellen und natürlich auch hier seitlich ein bisschen runterklappen, nach oben oder halt umgekehrt, so wie man das möchte. Mehr geht aber nicht. Wenn ihr das überdreht, dann passiert Folgendes. Blöpp, ihr habt den Flügel in der Hand, ist aber nicht schlimm. Ihr habt hier dieses Kugelgelenk und es lässt sich ganz einfach hier wieder reinstecken. Normalerweise stören mich solche Geschichten, aber hier haben sie es relativ klein gehalten. Also man kann eigentlich damit leben. Ja, also das ist schon mal recht positiv, das lasse ich mir noch gefallen. Denn da gibt es wahrlich andere Modelle, wo das Kugelgelenk viel, viel größer ist und vor allem viel, viel deutlicher. Also von dem her ist das okay. Dieser Drache hat kein bewegliches Maul, das ist also komplett fest. Ihr könnt den Unterkiefer weder rauf noch runter klappen. Das hat man hier gelassen. Für mich absolut okay, denn ich erwarte von Schleich keine Actionfiguren. Actionfiguren stellen andere Hersteller en masse her. Hier erwarte ich mir einfach nur schöne Aufstellfiguren. Figuren und fertig. Ja, in der Grundfärbung haben wir hier ein Weiß, dann wurde hier auch noch mit Türkis oder Mint gearbeitet. Wir haben hier ja ein Hellblau und durch die Vermischung von Türkis und Blau bekommen wir hier teilweise auch so ein bisschen ja Petrol, ne? So eine Mischfarbe aus beidem. Ansonsten kann ich schon mal sagen, der Paintjob hier mit Sprühnebel und so weiter und so fort ist ganz okay. Kann man nichts sagen. Ich finde halt nur immer schade, dass Schuppen nicht definiert bemalt werden, sondern einfach nur grob drüber gesprüht. Das finde ich ein bisschen schade, denn ihr wisst, eine Figur steht und fällt mit der Bemalung. Aber schauen wir uns erstmal hier so ein Flügel an, den mache ich einfach mal weg. Ich hatte ja schon in einem der Einzelvideos gesagt, dass ich mir hier nicht mehr sicher bin, ob das tatsächlich von einem Modelleur gefertigt wurde, von einem Skulpteur, oder ob das tatsächlich schon direkt aus dem Rechner kommt. Ich kann es euch nicht sagen, denn es sind hier teilweise Schuppen zu finden am Drachen, die sind einfach zu perfekt. Ja, also da müsste ein Modelleur wirklich schon, ja, Tage oder Wochen dran gearbeitet haben, bis das so stimmt, bis das so exakt ist, dass ich mir fast nicht mehr vorstellen kann, dass die Arbeitszeit überhaupt noch bezahlt wird. Ja, also ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, wie diese Drachen hier produziert wurden. Würde mich sehr, sehr interessieren, wenn einer von euch da ein bisschen was Näheres weiß, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ne? Ansonsten, sehr schön gemachter Flügel, muss ich sagen. Wir haben hier das Thema Eisdrachen und das wurde hier klasse getroffen. Wir haben hier richtig spitze, ja, wie soll ich sagen, Schuppen. Ja, also nicht einfach nur eine Lederhaut gespannt zwischen diesen Flügelrippen, die übrigens auch sehr interessant angeordnet wurden, sondern wir haben hier richtige, ja, Eissplitter dazwischen, was dem Drachen natürlich auch nochmal zusätzlich ein sehr bizarres Aussehen verleiht, was aber absolut positiv ist. Schaut mal, wie
klein hier diese Zacken anfangen und wie schön die immer Stück für Stück ein bisschen größer werden und vor allem auch ziemlich exakt, ja. Also das ist schon eine tolle Arbeit und ihr findet selbst hier drauf noch eine kleine Struktur. Kann man das sehen? Wirkt also alles sehr, sehr eisig. Ihr seht auch sehr schön die Flügelrippen, hier der Flugarm ganz deutlich, schön dick hier angedeutet mit kleineren Schuppen. Dann hier die einzelnen Flügelrippen, die hier auch auslaufen, als wäre das hier ein Eiszapfen. Ne? Die Spitzen sind relativ weich. Ich würde hier aufpassen, nicht zu sehr nach oben und unten drücken. Also wir haben es hier, glaube ich, eher mit einer festen Gummimasse als mit Plastik zu tun. Oder vielleicht ist auch nur wieder die Farbe daran schuld, dass sich das eher ein bisschen wie Gummi anfühlt. Kann ich euch nicht sagen. Ich frage ja immer, ne, wo hört Gummi auf, wo fängt Plastik an und umgekehrt. Ich kann das bis heute nicht wirklich definieren. Da würde ich gern mal eine professionelle Meinung zu hören. So, auch schön hier dieser Eisdorn hier vorne als Kralle, sehr schön gemacht. Ich sag ja, der Paintjob ist absolut okay. Ne? Der Flugarm hier ein bisschen eher mit Blau besprüht, die Flügelrippen und so weiter und diese eisige Haut dazwischen eher in Türkis oder Mint. Hier vorne haben sie es eher weiß gelassen, also nicht drumherum gesprüht, sondern einfach hier noch ganz grob unten und oben. Und die Schuppen sind also wirklich ja extrem fein gearbeitet. Ihr seht es ja hier, ne? Ganz toll gemacht. Ich sag ja, ich weiß nicht, ob da noch ein Skulpteur dran saß oder ob es, wie schon gesagt, aus dem Rechner kommt. Ihr werdet es hier noch ein paar Mal im Video hören. Ja, also ich bin mir da echt nicht sicher. Aber toller Flügel. Ich halte mal den anderen Flügel dagegen. Ihr seht ja, das könnt ihr relativ leicht hier herauslösen. Wie es aussieht, sind die Flügel einfach in Anführungsstrichen gekontert. Also die sind exakt gleich, auch in der Biegung. Also da ist keiner irgendwie individuell gebogen in der Höhe. Die sind so gesehen eigentlich echt exakt gleich. Ich halte die nochmal so gegeneinander, übereinander. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Also für mich ist dieser Flügel definitiv gekontert. Dafür sprechen auch diese Vertiefungen, gerade in diesem Bereich hier, beziehungsweise der Anfang an den Flügeln hier. Könnt ihr sehen? Das ist exakt gleich. Ne? Gerade wenn ihr euch die zweite Schuppe von innen anschaut, dann seht ihr das, wie exakt die eigentlich sind. Ne? Daran kann man erkennen, das Ding ist gekontert. Aber okay, tut dem Modell kein Abbruch. Definitiv sehr schöne eisige Schwingen für unseren Drachen. Gut, dann lasse ich die Flügel jetzt auch gleich weg, denn dann kann ich den Drachen hier einfach ein bisschen näher vor die Kamera halten. Und ihr seht schon, dass der auch ohne Flügel echt klasse aussieht. Schleich hat ja, wie ich finde, ein bisschen ja sehr ungünstiges Produktfoto genommen, denn sie haben ihn frontal von vorne fotografiert und das hat mal rein vom Bild her überhaupt nicht gefallen. Sobald ihr den aber ein kleines bisschen dreht und der ein bisschen Tiefe kriegt, sieht der klasse aus. Ist eine wirklich klasse Figur. Ich wollte schon schleichtypisch sagen, weil er halt ja irgendwie von der Machart, von der Struktur her sehr an viele der letzten Schleichdrachen erinnert. Ich kann euch nicht sagen, woran ich das festmache, aber es ist halt so irgendwie, ich sehe eine Figur und weiß, das ist der Hersteller. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, auch die Art von der Bemalung, von der ganzen Beschaffenheit und so weiter und so fort. Gut, dann würde ich sagen, beginne ich mal hier am Kopf. Wie schon gesagt, den Kiefer kann man nicht bewegen, der ist steif. Er hat ganz, ganz kleine Augen, die wurden hier rot bemalt mit einer winzigen schwarzen Pupille. Und das auf beiden Seiten, die Augen wurden sauber gesetzt. Da fängt bei mir eigentlich schon die Qualität an. Ne? Dann schaut euch die Zähne an, die sind jetzt nicht unbedingt sehr, sehr spitz, aber sie wurden tatsächlich einzeln modelliert. Sie wurden sauber bemalt, ich sehe hier jetzt also keine unschönen weißen Schmierer. Da, wo sie nicht hingehören. Die Eckzähne wurden extrem weit nach außen gesetzt. Ihr seht es hier. Die scheinen also eher mit dem Schädel verwachsen, als dass sie aus dem
Zahnfleisch hier kommen. Überhaupt fällt einem das Zahnfleisch wenig auf, denn man hat auch den Racheninnenraum blau bemalt. Ihr seht es ja auch an der Zunge, ihr seht es ja oben am Gaumen. Auch der Gaumen wurde noch ein kleines bisschen modelliert, aber nur relativ wenig. Der Kopf geht okay, ist eher ein bisschen kurzer Kopf. Erinnert mich ganz, ganz grob an Dragonheart, ja, den Drachen von Dragonheart. Wer die Figur im Hinterkopf hat, der wird vielleicht wissen, was ich meine. Schön, wie tief die Augen hier sitzen und wie die Knochenwulst hier mehr oder weniger das Auge hier umfasst. Cool gemacht, auch die großen derben Schuppen, die hier übergehen in die beiden eisigen Hörner. Die haben sie mehr oder weniger weiß gelassen wie den Körper, nur hier noch ein bisschen mit diesem Türkis gesprüht und das war's dann auch schon. Genauso auch hier dieser kleine Stachel, dieses kleine Horn mittig auf dem Kopf, was eigentlich kaum auffällt, wenn man es von vorne betrachtet, weil es einfach sehr, sehr klein ist und eben weiß gelassen wurde. Ansonsten hier das Farbenspiel, hier ein helles Blau, hier unten wird es eher ein bisschen ein gräuliches Blau. Schön gemacht, auch dieses Kinnhorn hier unten kommt super gut. Also echt ein klasse Kopf, kann man gar nichts sagen. Der Kopf wurde hier anmontiert, das kann man sehen, aber der Übergang ist wirklich klasse. Dann seht ihr auch die Unebenheiten am Hals, ist also nicht einfach nur glatt und ihr seht, wie fein die Schuppen hier verlaufen. Auch hier sag ich, ist das noch von einem Modelleur gemacht oder ist das aus dem Rechner? Weil das ist wirklich unfassbar fein gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sich da noch ein Mensch die Arbeit gemacht hat. Ehrlich, bin ich sehr am Zweifeln. Vor allem sind die Schuppen auch nicht gleichmäßig groß oder klein. Die wechseln wirklich wunderbar harmonisch. Ganz großartig, so gesehen. Ne? Genauso die Schuppen am Kopf, schaut euch die an. Die sind perfekt, auch die kleinen Nasenlöcher hier vorne. Schön zu sehen. Wirklich, wirklich cool gemacht. Das Ding ist eigentlich so perfekt, dass es einem fast schon wieder Angst macht. Ne? Cool, klasse. Dann auch sehr schön, wie sich die Rückenstacheln hier aus dem Hals schon erheben. Ja, wir haben die großen Rückenstacheln, die sich direkt über die Mitte bis zur Schwanzspitze durchziehen. Und dann noch eine kleinere Stachelreihe, die hier neben den großen entlang läuft. Auch die sind eigentlich perfekt. Jeder Stachel ist gleich und doch nicht. Ne? Der verändert sich quasi mit dem Verlauf. Und ich denke mir eigentlich, das ist typisch für einen Rechner. Das ist typisch für eine Grafik, die mit einem 3D-Programm erstellt wurde. Also, ich meine, ist ja auch egal. Vollkommen wurscht. Ich meine nur, das ist fast zu perfekt, als dass es ein Mensch gemacht hätte. Ja? Dann hier die Vertiefung für die Flügel. Und ihr seht, wie die Schuppen hier perfekt weiterverlaufen. Ja, auch die Unebenheiten an der Flanke. Klasse, wie auch hier wieder die Schuppen ganz grob wieder ansetzen und vom Bauch her in die Schenkel weiterverlaufen. Ist doch klasse. Na, wenn sie jetzt zum Beispiel diese Schuppen wirklich bis an den Rand bemalt hätten, würde das ein ganz, ganz anderes Bild ergeben. Wie nur grob hier dieses draufsprühen. Ist okay, kann man machen. Aber so gehen halt eben auch ein paar wirklich extrem schöne Details verloren. Zumindest, wenn man es nicht aus der Nähe betrachtet. Auch hier der ganze Übergang, der ganze Verlauf der Schuppen. Guckt euch das an. Hammer, groß, klein. Hier wölbt sich schon wieder ein bisschen raus, der Schweif. Wie geil ist das denn? Ne? Dann auch hier das Endstück, die Schwanzspitze. Die ist perfekt. Ja, die ist also so gleichmäßig. Wenn es ein Künstler gemacht hat, Hut ab, der Mann oder die Frau versteht ihr Handwerk, hat einen unfassbar ja, geilen Sinn für Geometrie, für Gleichmäßigkeit. Das ist der Hammer. Drum glaube ich nicht, dass das von Hand gemacht wurde. Ne? Hier unten ganz andere Schuppen wie an der Seite. Das ist richtig, richtig hammermäßig gemacht. Hier sehen wir auch den Schleichstempel mit einem Copyright-Vermerk von 2015. Schaut mal, wie die Schuppen hier unten schön weiterlaufen. Ne? Hier schlampern ja manche Modelleure sehr, sehr gerne. Aber das ist perfekt. Das ist einfach perfekt. Du kannst nichts sagen. Hammermäßig, echt. Die Beine wurden hier anmontiert. Zumindest die vorderen Beine, so wie es aussieht. Ja, die wurden anmontiert. Aber klasse gemacht. Ich habe hier keine groben Abstände. Die wurden echt schön sauber montiert, ne? Hier kann man es ein kleines bisschen sehen, aber toll, kann ich gar nichts sagen. Da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Das ist cool gemacht, ne? Auch wie die Schuppen hier weitergehen.
in die Beine rein. Und trotz der vielen Schuppen kann man trotzdem noch irgendwo definierte Muskeln sehen. Cool, auch die Dornen hier am Gelenk, auch wie es hier weitergeht, in die Füße, die Krallen abgesetzt. Alter, ist das geiles Zeug, ne? Und hier geht's gerade so weiter. Ja, cool, Hut ab. Wie schon gesagt, schade, dass die Schuppen hier nicht besser definiert wurden durch Farbe, einfach nur grob drüber gesprüht. Finde ich ein bisschen schade. Also, die Figuren würden sich echt mal für ein Repaint anbieten. Guckt mal, wie die Haut hier, diese Ader oder die Spannung, wie die hier weitergeht in den Bauchbereich über. Hammer. Und die Schuppen schwingen hier so einfach ganz locker mit. Das wurde nie im Leben von Hand modelliert. Ehrlich, ich knie vor diesem Macher, vor der Macherin nieder. Ehrlich. Weil das ist perfekt. Ja, absolut perfekt. Genial. Auch hier, ja, der Übergang zur Unterseite der Füße. Hier haben sie noch ein bisschen Ballen rein gemacht. Auch schön. Ganz einfach, aber wirklich sehr schön gemacht. Auch wie hier die Haut noch ein bisschen spannt, beziehungsweise die Hautfurchen zu sehen sind, die sich zwischen den Zehen spannt. Klasse. Wirklich klasse. Ja, gibt's für mich eigentlich überhaupt gar nichts zu bemängeln oder sonst was, außer, dass die Figur irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag's fast gar nicht sagen, weil ich wirklich begeistert bin von der Machart, ne? Wir kriegen hier wirklich perfekte Figuren. Und wenn's dann irgendwann auch noch 3D-Drucker gibt, die farbig drucken können, sprich eine Figur wie die andere aussieht, dann sterben mal kurz hier Tausende von Arbeitsplätze aus, ne? Aber dann sind wir an einem Punkt, alter Verwalter, von sowas hat man eigentlich immer geträumt. Eine Figur wie die andere und genauso wie die Farbe angelegt wurde, so sieht dann jeder Drache aus. Das ist schon der Hammer. Aber was ich halt sagen möchte, ich habe hier eine tote Figur vor mir. Also mir fehlt hier der Charakter. Ich habe eine wunderschön gemachte Figur vor mir. Ein Traum, die jetzt hier sogar wieder ihre Flügel kriegt. Ja, also wirklich perfekt. Wer hier irgendwas findet zum Bemängeln, dem kann man es nicht recht machen. Ganz ehrlich. Auch die Verarbeitung. Das Ding ist super verschliffen. Ihr findet hier 0,0 Gussnasen, Gussnarben oder sonst irgendwie was. Das ist ein Traum, dieses Modell. Wirklich ein absoluter Traum. Aber mir fehlt hier ein Charakter. Das ist das Einzigste. Das Ding lebt nicht mehr. Es ist eine perfekte Skulptur. Auch von der Stellung, die Haltung her. Gut, er wackelt ein bisschen. Die Beine sind nicht gleich, aber vollkommen egal. Nur wenn ich in sein Gesicht schaue, sehe ich hier kein Leben. Nix. Und das ist das, was man normalerweise, auch wenn ein Künstler, ein Skulpteur null Bock hat, eine Skulptur zu machen, du siehst es den Skulpturen wirklich an. Wurden sie mit Liebe gemacht? Hatte der Modelleur Spaß dran? Oder ist es einfach eine Auftragsarbeit, die schnell abgewickelt wird? Das siehst du einer Figur an. Ja, und das strahlt sie auch aus. Das hier strahlt überhaupt gar nichts aus. Null. Also ich fühle hier überhaupt gar nichts. Was die Figur nicht schmälern soll, nicht falsch verstehen, das Ding hier ist genial. Selten von der Struktur, von der Hautbeschaffenheit, selten sowas Hammermäßiges gesehen. Ganz ehrlich. Drum lasse ich hier mal die Abers jetzt auch weg. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt. Toller Drache von der Skulptur, von der Stellung, von der Haltung her. Auch die Flügel mega originell. Ja, wenn man ihn jetzt nur rein von vorne sieht, ist es vielleicht jetzt nicht so unbedingt der Burner. Aber sobald er die Figur noch ein bisschen dreht und es ein bisschen Profil kriegt, ist das klasse, ne? Und eben das liegt halt vielleicht auch daran, dass das Ding eigentlich zu perfekt ist. Das ist wie mit einem Model, was mit zu viel Make-up bepinselt wurde. Ihr seht dann halt nur noch irgendwo, ja, eine Puppe, ein Ding, aber nichts mehr, was hier irgendwie mit Leben, mit Gefühlen zu tun hat. Ne? Also das einfach nur dazu. Aber ansonsten, wow, was für ein Mörderteil, ohne Scheiß. So, und mehr sage ich dazu auch nicht mehr. Schleich, ich bin sehr gespannt, was da nächstes Jahr wieder kommt. Oder vielleicht kommt Ende des Jahres noch irgendwas, keine Ahnung, in Richtung Drachen. Ich bin sehr gespannt. Und ich könnte mir hier eigentlich nur wünschen, dass die tollen Details
vielleicht in Zukunft noch ein bisschen, ja eben durch die Farben, detaillierter herausgeholt werden können. Ne? Weil, mal ganz ehrlich, so ein Übergang jetzt auch in die Krallen rein. Die Krallen sind hier ganz klein bisschen wieder mit Türkis besprüht. Ansonsten läuft es halt so einfach in dieses Blau rein. Also wir haben hier keine definierten Krallen farblich. Ne? Also die Bemalung ist hier aber wirklich so gut geworden, dass sie auch nichts kaputt macht. Drum, wie schon gesagt, ja, viel Gerede, viel Trara. Der Drache hier ist wunderbar. Ja, hat sich gereibt, ne? Und damit würde ich sagen, okay, das war's. Ich höre hier auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr den Drachen habt, Glückwunsch, viel Spaß damit. Wenn ihr euch kaufen wollt oder schenken lassen wollt, ja, dann ebenso viel Spaß und viel Freude damit. Geiles Teil, aber nix aber. Nix, nein, Rupi, nix aber. Ich sage nur wieder ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal und viele gefühlvolle Grüße von eurem Rupi. Yay! Yeah.